Die DJKSV Oberpfrauendorf hebt sich in einigen Punkten von anderen Sportvereinen ab. Doch das, was den Verein besonders macht, sind nicht etwa die hohen Mitgliederzahlen oder der neue Soccerground. Unter dem Motto DJK Pfrauendorf, saubere Sach, leisten die Sportlerinnen und Sportler seit 2018 ihren Beitrag für eine bessere Zukunft. Hinter dem Projekt stecken mehrere einzelne Projekte. Das ist zum einen einer der größten, der LED-Umbau von unserer Flutlichtanlage. Dann haben wir eine Baumpflanzaktion gemacht und eine jährliche Ramadan-Aktion, wo wir den Sportplatz und die ganze Umgebung gleichzeitig säubern, so mit Blockingläufen und solchen Sachen. Dann haben wir natürlich noch das Sportheim selber schon umgebaut auf LED, haben wir dabei, das bei der Außenfassade auch weiterzuführen, wenn wir soweit sind. Und eins von den nächsten größeren Projekten, die wir vorhaben, das ist dann eine neue Bewässerungsanlage für den Platz, einfach um den Wasserverbrauch nach unten zu schrauben und uns für die Zukunft ein bisschen besser aufzustellen. Die alten Bäume mussten vor einigen Jahren aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Bei der großen Pflanzaktion wurden nicht nur die bisherigen Bäume ersetzt, sondern auch noch weitere gepflanzt. Wir wollen auch in Zukunft unseren Mitgliedern noch einen Sportplatz bieten können, der erstens einmal gut besucht ist und der bespielbar ist, was bei uns in unserem Boden ein bisschen schwierig ist, weil wir doch einen sehr harten Untergrund haben. Dementsprechend haben wir jetzt auch mit der Bewässerungsanlage da einen großen Schritt getan, da ein bisschen mehr zu tun, damit wir eben da auch in der Zukunft einen guten Platz bieten können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Bäume, die gepflanzt worden sind, weil ohne Bäume haben wir Bodenerosion, wir haben sehr viel Wind hier oben, wir haben sehr viel Sonne. Und müssen natürlich schauen, das irgendwie zu beschatten, damit wir den Wasserverbrauch und die Vegetation aufrechterhalten. Und nur so können wir unsere Jugend bei uns halten, wenn wir schöne Plätze haben und können wir das auch bespielen. Neben dem Umweltschutz spielt jedoch auch Nachhaltigkeit eine große Rolle beim Oberpfälzischen Verein. 2022 wurden beispielsweise alte Fußbälle und Trikots gesammelt und für ein zweites Leben an die Organisation Mein Ball, Dein Ball e.V. und Ledlifters for Future e.V. übergeben. Beim diesjährigen Ramadammer wurden zusätzlich aussortierte Sportgeräte an eine Hilfsorganisation in Gambia gespendet. Für Manfred Meierhofer sowie viele weitere Sportlerinnen und Sportler ist der Verein nicht zuletzt aufgrund der Projekte etwas ganz Besonderes. Weil bei uns Gemeinschaft an erster Stelle steht und wir für einen sehr kleinen Dorfverein mit knapp über 500 Mitgliedern so viele Sachen auf die Füße stellen und das auch durchziehen können, ohne große Hilfsmittel von außen, dass wir da wirklich stolz drauf sind und das soll in Zukunft so bleiben. Die geplante Bewässerungsanlage soll noch in diesem Sommer installiert werden. Darüber hinaus lassen sich die Mitglieder und Vorstände ständig neue Projekte einfallen, damit die DJKSV Oberpfrauendorf auch in den kommenden Jahren noch eine saubere Sach bleibt.